Was kommt in den Sinn, wenn man an Perlebek denkt? Der Markt als Zentrum dieser Stadt. Auch er hat sich verändert und das gewaltig. Bei seiner Gründung stand die Jakobikirche auf einem Hügel, der sich schmal und lang in Richtung des Judenhofs erstreckte. Sein heutiges Bild nahm erst durch die Entwicklung des Handels ihren Lauf. Die Quadratierung durch die Bebauung ist das Ergebnis eben dieser Entwicklung. Stellt man sich diesen langen Hügel vor, so standen die hölzernen Buden der Handwerker und Händler unmittelbar an den Hängen. Nicht viel anders als heute. Neben den handwerklichen Produkten wusste man auch seinerzeit schon um die Versorgung mit zubereiteten Lebensmitteln. Ein Geschäft, das zum Verweilen auf dem Markt einlud. Die freigelegten Kulturschichten brachten einige Schätze ans Licht, die jeden Zweifel an dieser Entwicklung ausräumen. Mühevoll barg man vor mehr als 50 Jahren diese unwiederbringlichen Beweise der Stadtgeschichte aus dem Boden. Der Markt spiegelt viele verschiedene Bilder wider. Bilder, die von Zeiten und Epochen bestimmt wurden. Geschäfte wechselten ihre Besitzer. Besitzer der Geschäfte veränderten die Angebote. So kann im Laufe der Jahrzehnte verfolgt werden, wie die Nachfrage nach bestimmten Waren das Angebot regelte. Mal Geschäft, mal Restaurant, wie an der Ecke zum Wall. Weiter einwärts der große Markt 10. Einst eine Mineralwasserproduktion, dann verbunden mit einer Gastwirtschaft. Später Kino und Ortskommandantur. Schließlich wieder Kino als Roland-Lichtspiele. Und heute? Wer weiß, was einmal daraus wird. Vielleicht erstrahlt das Haus wieder in seinem alten Glanze, zeigt die Schönheit des Saales mit seiner einst künstlerisch wertvollen Ausstattung. Was aber bewegt nun angehende und werdende musikalische Talente, Perlebek zu besuchen? Ja, Lotte Lehmann ist in Perlebek geboren und ist eine der bedeutendsten Töchter dieser Stadt. Und Lotte Lehmann war tatsächlich für mich auch der Beweggrund, hier nach Perlebek zu kommen, als ich gehört habe, dass im Jahr 2000 hier eine richtige Lotte Lehmann-Schülerin als Dozentin der Lotte Lehmann-Woche eben unterrichtet. Aus dem damaligen Schüler ist ein Meister seines Fachs geworden, der nun selbst als Dozent in Perlebek tätig ist. Vielen Perlebergern und Besuchern ist der sommerliche Gesang wohl aufgefallen. Was aber hat es sich mit der Lotte-Lehmann-Woche auf sich? Einst war der Perleberger Roland arg verschnupft. Verständlich, denn sämtlicher Fernverkehr führte über den Markt und immer an ihm vorbei, und das schon seit vielen Generationen. Ein Schüler schrieb seinerzeit sinngemäß in einem Aufsatz: Wegen des vielen Verkehrs wurde der Roland verrückt. Verrückt? Sicher ist er damit nicht zum Fall der Psychiatrie geworden. Vielmehr war damit gemeint, dass der Roland, bedingt durch den Verkehr umgesetzt, also von seinem Standort verschoben werden musste. Man nahm sich seiner an und gelobte Veränderung. Wohin aber mit dem Roland? Sein eigens zu diesem Zwecke geschaffener hölzerner Zwilling wurde an verschiedene Stellen des Marktes verschoben, nur um zu sehen, wo er sich später am besten machen würde. Hasses erste Frau verstarb im Alter von 34 Jahren nach der Geburt ihres 10. Kindes. Die 18-jährige Anna wurde die zweite Frau von Bürgermeister Hasse. Sie schenkte weiteren 11 Kindern das Leben, trug die Pflichten als Mutter für die Stiefkinder. Der klar umrissenen Rollenverteilung in der Ehe gerecht, ist Anna eine bemerkenswerte Frau ihrer Zeit gewesen und bis heute Sinnbild für Frau und Mutter in dieser Stadt. Wir treffen Anna Hasse, die aus der Vergangenheit für einen kurzen Besuch den heutigen Amtsnachfolger ihres Mannes im Rathaus trifft. Quellen aus dem Jahre 1347
bezeugen erstmals die Existenz eines Perleberger Rathauses. Im Jahre 1836 wurde der breite östliche Teil, damals als große Halle gestaltet, abgerissen und drei Jahre später durch einen dreistöckigen, vom Architekten Friedrich August Stüler geplanten Backsteinbau ersetzt. Unter Einbeziehung des Nachbargrundstücks errichtete der Maurermeister Anton Kunst von 1894 bis 1896 das Postgebäude und es wurde bereits am 1. Oktober 1896 eingeweiht. Während sich zunächst im Obergeschoss die Wohnung des Postdirektors befand, wurde dort schon 1899 eine Fernvermittlungsstelle eingerichtet. Für die ansteigenden Bedürfnisse des Postverkehrs genügte das alte Postgebäude nicht mehr. Und auch die Ära des legendären Postkutschverkehrs ging damit zu Ende. Auf dem Grundstück des ehemaligen Karmeliterordens, dem Standort des Klosters St. Anna, wurde 1864 das Realgymnasium eröffnet. Es wurde nach den Entwürfen von Friedrich August Stüler errichtet. In einem Bogen floss die Stebnitz über den Mühlenberg, der einst tatsächlich ein Berg war, jedoch im Laufe der Zeit bis zu einer innerörtlichen Senke verändert wurde. Kanalisiert floss die Stebnitz entlang der heutigen Puschkinstraße zum Mühlenberg. Im Jahre 1892 wurden die innerstädtischen Wasserläufe zugeschüttet und damit verschwand auch die gemauerte Kanalführung in der Puschkinstraße. Der Standort Neue Mühle ist seit vielen Jahrhunderten in der städtischen Geschichte überliefert. Diese ehemalige Wassermühle ist so alt wie die Stadt selbst, ja, vielleicht noch älter als diese. 1303 wird sie bereits in Chroniken erwähnt. Markgraf Hermann verkaufte die Mühle mit den Dörfern Buchholz und Spiegelhagen an einen Herrn von Kröcher. 1325 schenkte dieser dann die Mühle den im Jahr 1299 in Perleberg errichteten Hospital zum Heiligen Geist. Der schmale Steig verbreitert sich dann augenscheinlich zu einem Platz, dem Rosenhof. Der Name Rosenhof ist nicht der blühenden Pracht der gleichnamigen Rose zu verdanken, sondern vielmehr der roten Farbe der Bändchen und Kleider der hier ehemals beheimateten Freudenmädchen. Dieser Beruf war keineswegs verpönt. Er galt vielmehr als ebenso ehrwürdig wie jenes der ansässigen Handwerke. Was entstehen kann, zeigen die Fachwerkbauten an der Ecke von der Schuhstraße zur Puschkinstraße, ehemals dem Wall. Ebenso liebevoll erhalten zeigt sich das schmale Haus am Übergang vom Mühlenberg zur Krummenstraße. Nur wenig unterscheidet die heute dort befindliche Anwaltskanzlei in ihrem Äußeren von dem damalig dort ansässigen Garderobengeschäft. Ein Stück weiter befand sich das Möbel- und Sargmagazin von Tischlermeister Wilhelm Schabroth. Der Betrieb erstreckte sich bis in die Uferstraße, wo an der Fassade des Hauses ebenfalls ein Schriftzug auf den Tischlermeister zu finden ist. Mit den letzten Blicken auf das alte und das neue hergerichtete Schabroth-Haus in der Krummenstraße findet der Ausflug in die Altstadt Perlebergs erst einmal ein Ende. Noch so vieles gibt es zu entdecken, das mit Perleberg eng verbunden ist. Die Stadt Perleberg bestand und besteht nicht nur aus dem Altstadtkern. Begleiten Sie uns im dritten Teil des Films, Perleberg, eine Reise durch die Zeit, auf den Wegen außerhalb der Tore dieser Stadt.